herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Und ja, ich wollte mich ganz als allererstes, dachte ich mal, bevor ich jetzt den Vlog starte, ganz kurz bei euch bedanken für die unglaublich lieben Kommentare unter meinem letzten Vlog. Ich hatte da ja ein bisschen mit euch so ein bisschen Real Talk gehalten über das ganze YouTube-Thema, wie es momentan so für mich, also wie es sich momentan für mich so anfühlt, Videos zu drehen und dass YouTube so ein bisschen ja ausgestorben ist, viele ja nicht mehr so YouTube schauen oder auch nicht mehr machen, die früher YouTube gemacht haben. Und ich habe so viele süße Kommentare von euch bekommen unter diesem Video. Also irgendwie war die Resonanz so zu diesem Vlog viel stärker als unter den anderen Videos, hatte ich irgendwie das Gefühl. Also ich lese jeden Kommentar, den ihr schreibt, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass viele sich extra so Zeit genommen haben, dann noch ein bisschen längeren Kommentar zu schreiben. Das hat mir voll viel bedeutet. Irgendwie hat mich das richtig gefreut. Und genau deswegen, also ja, Dankeschön auf jeden Fall dafür. Ich dachte, ich starte einen neuen Vlog. Heute ist Montag. Genau, ich war heute Morgen kurz bei Skoda mein Auto abgeben zur Reparatur, weil ich hatte ja vor ein paar Wochen einen Unfall, an dem ich nicht schuld war. Und demnach musste mein Auto jetzt ja in die Reparatur, weil ja vorne alles ein bisschen so verbeult ist und auch sehr zerkratzt und so weiter. Also ich bin jetzt damit noch ein bisschen rumgefahren, aber ich hatte jetzt heute den Termin zur Abgabe. Das heißt, mein Auto ist ungefähr in einer Woche, schätze ich mal, wieder bei mir. Ich habe jetzt so lange einen Leihwagen und genau, das habe ich heute Morgen alles abgeholt, geregelt, weggebracht. Und dann war ich noch einkaufen. Dann habe ich gerade, nachdem ich den Einkauf eingeräumt habe, ein bisschen gechillt. Dann habe ich noch ein bisschen rumtelefoniert und ein bisschen mit meinem Steuerberater telefoniert, weil ich musste noch was fürs Finanzamt fertig machen fürs nächste Jahr. Und habe das alles schon fertig gemacht, habe die ganzen Dokumente gesammelt und aufgeschrieben, abgetippt, alles. Und das meinem mein Steuerberater geschickt. Und jetzt geht's ins Gym. Ich hatte heute gar keine Lust. Wir haben jetzt 14.13 Uhr, also werde ich das jetzt mal in Angriff nehmen, weil ich will auch nicht zu spät ins Gym, dann ist es wieder so voll. Also mittags ist bei uns immer am leersten. Ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, was so in meiner Gymtasche ist, weil immer viele Fragen dazu kommen auf Instagram. Ich habe jetzt nichts krass Besonderes mit im Gym, aber ich zeige euch einfach mal, was sich so in der Tasche befindet. Die Tasche, nach der man auch richtig viele Fragen, die ist von H&M. Die ist schon 5 Jahre alt, safe. Also ich habe die sehr, sehr, sehr lange schon. Die sieht auch demnach aus, also hier oben ist auch schon einiges kaputt, aber dafür, dass die nur 40 Euro damals gekostet hat und ich wirklich die seit Jahren habe, ist noch nie ein Henkel oder sowas gerissen und die hält immer noch perfekt. Ich zeige euch jetzt, was ich in meiner Gymtasche habe, bevor ich das jetzt alles einpacke. Cool hier so aufgestellt, und zwar habe ich immer ein Handtuch mit, das ist ja Pflicht, kann man, also ohne Handtuch ist es auch ein bisschen eklig zu trainieren, meiner Meinung nach. Dann habe ich meine Fußschlaufen, die habe ich bei jedem Beintraining dabei, weil ich am Ende immer ja so 1-2 Isolationsübungen mache. Und da die Kickbacks ganz gerne mag, deswegen nehme ich die mal mit. Zur Sicherheit, falls ich dann Lust habe, Kickbacks zu machen. Dann meine Zughilfen, nach denen werde ich auch oft gefragt. Also die sind beide, also Schlaufen und Zughilfen sind beide von Fitgriff. Könnt ihr ganz einfach im Internet bestellen. Kostet jeweils, glaube ich, 15 Euro ungefähr. Genau, und die Zughilfen sind halt einfach dafür da, dass ihr quasi eure Griffkraft nicht als limitierenden Faktor habt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel rumänisches Kreuzheben macht mit mehr Gewicht, dann kann euer Po oder können eure Hamstrings mehr ziehen als eure Griffkraft. Deshalb Zughilfen sind ein Muss. Und ich habe auch letztes Training die vergessen und es hat auch so gut geklappt. Also ich habe auch genug Kraft in den Händen, aber wenn man das Gewicht steigern will und ja, das irgendwann nicht mehr mit der Hand halten kann, dann ist es nicht schlimm, Zughilfen zu benutzen, weil das bringt euch einfach viel mehr. Ihr könnt euer Gewicht besser dadurch steigern, weil ihr euch einfach nicht auf eure Zugkraft verhalten, also auf eure Griffkraft verhalten, verlassen müsst. Dann habe ich hier meine Gymflasche. Hier sind immer EAAs drin und wenn ich das Kreatin noch nicht am Tag genommen habe, dann auch Kreatin. Dann mische ich es einfach zusammen. EAAs habe ich einfach in so einem Peach-Eistee-Geschmack. Und dann nehme ich einfach noch einen Shaker mit, entweder von ESN oder den kleinen hier von Woman's Best. Da ist dann einfach ein Isoclay drin. Das trinke ich quasi während dem Training oder dann direkt danach. Dann habe ich natürlich eine Bürste dabei. AirPods, das Wichtigste. Ein Schloss für meinen Spind, weil mein Gym hat halt Spinde mit Schlössern. Dann ein Labello. Deo habe ich meistens so ein kleines dabei. Einmal Desinfektionsmittel, mein Portemonnaie und Kaugummis. Genau. Das war's und das packe ich jetzt in meine Tasche und dann geht's los. So, das ist mein Gym-Outfit für heute. Meistens trage ich meine Air Force, meine ganz alten, die schon richtig ranzig sind. Oder meinen Nike Blazer. Manchmal gehe ich auch mit meinen normalen Air Force ins Gym. Aber wenn ich zum Beispiel Beine trainiere, achte ich immer darauf, dass ich eine flache Sohle trage. Guten Morgen, Leute.
Ich hatte gerade Vorlesung und das war jetzt die erste Vorlesung im zweiten Semester. Wir haben erstmal wieder voll lange Vorstellrunde und sowas gemacht. Also die ersten Vorlesungen in den neuen Modulen sind meistens immer nicht so sinnvoll, aber wir sind auch die erste Lektion durchgegangen, aber die erste Stunde ist immer so ein bisschen unnötig, finde ich. Auf jeden Fall hatte ich Vorlesung, habe mich angezogen. Ich habe gerade ein Reel gedreht und deshalb bin ich auch schon so angezogen. Eigentlich sitze ich immer bis, weiß ich nicht wie viel Uhr, im Bademantel und Schlabberklamotten, aber genau, ich will es irgendwann ändern, weil ich finde mich dann immer so unproduktiv, wenn ich so gammelig angezogen bin, und wenn ich so ein Gymfit anhab, bin ich direkt produktiv und es ist so kalt, ich friere des Todes. Ich habe auch dicke TVO-Socken an und darüber nochmal Kuschelsocken an, weil mir so kalt ist. Ich wollte jetzt gleich kurz ins Zentrum fahren, schon wieder, ja, weil ich wollte einmal zu Zara, und zwar habe ich da bestimmte Boots gesehen, die ich gerne schauen würde, weil ich suche seit 2 Jahren nach Boots, aber gefühlt steht mir nichts. Also ich finde keine schönen Boots für meine Füße. Ich weiß nicht, warum das bei mir nicht so gut aussieht. Ich habe halt jetzt keine mega kleinen Füße, aber auch nicht riesig. So, und ich habe so eine Standardgröße, aber irgendwie diese ganzen Winter-Herbst-Boots, die machen bei mir halt so richtig riesige Füße. Und deswegen, ja, habe ich die gerade bei Zara gesehen, die sahen echt richtig nice aus, deswegen werde ich auf jeden Fall gucken, ob ich die finde im Laden direkt, dann nehme ich die mit. Wenn ich die nicht finde, dann werde ich die wahrscheinlich online bestellen. Good morning, Friends. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe gestern nicht mehr gevloggt, nachdem ich im Zentrum war, weil ich hatte ich gestern Vorlesung? Ich glaube schon, oder? Oder ich weiß gar nicht, ob ich gestern überhaupt gevloggt habe. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt gefilmt habe. Auf jeden Fall hatte ich mir keine Boots gekauft. Ich hatte die bei Zara an, aber die haben mir nicht gestanden. Die waren auch voll bequem, also ich hätte die voll gern gekauft. Aber vielleicht liegt es einfach daran, dass ich es nicht gewohnt bin. Könnt ihr gerne mal schreiben, ob ihr das auch so habt, dass wenn ihr immer nur Sneaker tragt, also ich trage ja nur Sneaker, und sobald ich dann irgendwie Boots an meinen Füßen habe, oder so halt Chunky Boots mit so richtig Plateau und sowas, ist ja extra so gemacht, dass die so richtig bulkig aussehen und so richtig dick, also dicke Füße machen sollen. Irgendwie habe ich das Gefühl, mir steht das nicht, weil ich habe wirklich todesgroße Füße in solchen Schuhen, habe ich das Gefühl, wo ich eigentlich eine normale Schuhgröße habe und jetzt auch nicht so übermäßig große Füße habe eigentlich. Also, kennt ihr das? Also ich will dann die Schuhe nicht tragen, weil ich fühle mich dann irgendwie unwohl, weil ich denke, alle gucken auf meine Füße. Aber wenn man es halt, glaube ich, richtig kombiniert mit einem Trenchcoat und so, dann sehen solche Boots richtig sexy aus. Deswegen überlege ich mir, ob ich die nochmal bestellen soll. Stattdessen habe ich mir eine Schminktasche gekauft, die zeige ich euch später mal. Die habe ich auf Instagram auch gestern gepostet. Es war wirklich voll der Zufall, weil ich habe letzte Zeit mal voll so drüber nachgedacht, wie es wäre, wenn ich einfach meine alltäglichen Schminkprodukte in so eine extra Tasche packe, damit ich in der Schublade von meinem Schminktisch mehr Platz kriege und halt Sachen vom Badezimmer und alle Pflegeprodukte und so, die ich noch so benutze, auch in die Schminktischschublade tun kann, weil ich habe jetzt alles relativ geteilt. Also ich habe halt viel im Badezimmer und auch viel im Schminktisch, und dann muss ich immer hin und her rennen, je nachdem, was ich brauche. Dann war ich gestern, hatte ich Vorlesung, und dann habe ich danach noch ein bisschen mein Skript nachbearbeitet, nachdem ich im Zentrum war, und dann war das irgendwie ganz spontan, dass eine Freundin von uns, die ist mit so Kollegen von ihrem Studiengang auf so eine 2-Stunden-Party abends gegangen. Und eine Freundin und ich haben dann einfach spontan gesagt, okay, wir würden auch mitkommen, so. Halt musiklos, aber es war halt so ein Techno-Club und ich war noch nie Techno-Feiern. Und das ist jetzt auch nicht so ganz meine Musikrichtung, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also es ist jetzt, also ich glaube, man muss entweder richtig für diese Musik leben und es unnormal fühlen, oder man muss schon echt was Intus haben, damit man das richtig krass lange feiern kann. Ich wusste auch, man weiß auch gar nicht, also es hat schon Vibe, es ist schon ganz cool, es war auch lustig, es war eine Erfahrung wert, aber ich bin eigentlich froh, dass es nicht länger als 2 Stunden ging, weil das waren wirklich schon die längsten 2 Stunden meines Lebens. Das ist die Schminktasche von H&M, die ist schon dreckig, also die neigt sehr schnell zu Flecken und ich krieg's auch überhaupt nicht mehr weg, aber ist nicht so schlimm. Da sind jetzt halt meine ganzen Sachen drin. Ich habe jetzt auch meine ganzen Pinsel, die ich halt so daily benutze, da reingemacht. Oder die ich auf jeden Fall oft benutze. Weil es einfach total perfekt ist hier oben, die Schachteln oder wie auch immer. Und dann ist das hier so aufgeteilt. Ihr könnt die Aufteilungen noch rausnehmen. Ist halt mit Klettverschluss, aber ich finde es richtig nice. Weil hier habe ich jetzt so alle langen Produkte drin, die ich halt fürs Gesicht oder wie auch immer benutzt. Hier habe ich dann so Blush, Highlighter, bisschen Lippenprodukte, Wimpernzange. Hier sind meine ganzen Puderprodukte.
Und hier ist noch meine Creme, Feuerzeug und auch meine Hautdinge. Also richtig entspannt. Und das ist eigentlich alles, was ich daily oder nicht mal daily. Also ich benutze ja nicht mal jeden Tag alles. Also das sind so meine Produkte, die ich aber oft benutze. Und dann habe ich hier jetzt meine Schublade ein bisschen umorganisiert. Und zwar hatte ich halt alles voll mit Schminke, alles. Und jetzt habe ich hier halt alles so ein bisschen kleiner gemacht, habe die Sachen jetzt nicht mehr so aufgeteilt. Also ich habe jetzt hier auch Concealer mit Lippenprodukte und Mascara und so gemischt, damit ich halt einfach nicht so viel Platz verschwende für jedes Teil einzeln. Hier habe ich meine restlichen Pinsel reingelegt, weil die brauche ich ja nicht jeden Tag. So, ich trage ja nicht jeden Tag Lidschatten so. Und dann habe ich hier jetzt schon mein Abschminkzeug mit reingetan auf meine Wattepads. Das war nämlich alles vorher im Badezimmer. Leute, I have eine Neuigkeit. Ich war nämlich heute doch nochmal bei Zara und habe mir doch jetzt die Boots gekauft. Irgendwie war ich noch ein bisschen auf Instagram unterwegs heute Morgen und ich habe dann so überlegt, ich dachte mir so, ich kann jetzt nicht schon wieder diesen Winter keine Boots haben. Ich hatte letzten Winter halt schon keine und habe mir tausende bestellt und war die ganze Zeit auf der Suche und dachte mir jetzt, die sind eigentlich von Zara echt perfekt. Die waren richtig bequem, die waren nicht so teuer. Ich habe jetzt 50 Euro für die bezahlt, was voll in Ordnung ist, finde ich. Und ja, die haben ein perfektes Plateau. Aber das Einzige, ich bin halt noch nicht so sicher, aber ich glaube, das ist einfach, weil ich dieses Klobige nicht so gewohnt bin, weil Sneaker sind ja sich jetzt nicht so riesig an den Füßen. Das sind sie. Also, die waren jetzt bei Zara, standen da. Ich habe jetzt eine Nummer kleiner sogar genommen, als ich letztes Mal anhatte. Ich dachte nämlich, ich probiere die mal eine Nummer kleiner an, dann sehen die Füße auch nicht so überdimensional groß aus. Und es hat eigentlich auch ganz gut gepasst. Die sind jetzt bisschen eng relativ am Fuß, weil die halt in der Mitte den Fuß so richtig schön schmal machen. Aber es ist auf jeden Fall okay und ich kann dann auf jeden Fall laufen. Und genau, das sind jetzt die Boots. Ich trage halt generell seit Jahren immer dasselbe und bin bei Boots und sowas. Was sowas angeht, bin ich immer sehr in meiner Comfortzone und laufe eigentlich immer nur mit Sneakern rum. Aber ich finde halt Boots so nice und man kann damit so viel machen. Ich habe mir nämlich auch nochmal andere Schuhe bestellt. Und zwar habe ich mir noch von New Balance so Sneaker bestellt, die auch ein bisschen Geschmackssache sind. Ich finde, die sehen aber eigentlich bei manchen ganz nice aus und ich muss die selber mal anprobieren, damit ich mir ein Bild darüber machen kann. Und ich habe mir zwei neue Produkte bei DM gekauft, die ich ausprobieren wollte. Und zwar habe ich mir zwei neue Produkte von No Cosmetics geholt. Einmal die Creme und einmal diesen, ja, Hydrator. Das ist, bin ich sehr gespannt drauf. Das soll ja sehr viel Feuchtigkeit spenden. Ich habe schon zwei, drei Produkte aus von No Cosmetics und ich wollte die jetzt auch mal endlich ausprobieren. So, das war's. Ich habe jetzt bis jetzt heute nur ein bisschen Content geplant und war halt im Zentro. Wir haben aber auch erst, wir haben jetzt auch genau erst 12 Uhr, also ich habe jetzt eigentlich ja noch relativ viel Zeit. Ich mache jetzt erstmal Wäsche und sowas und dann setze ich mich nochmal dran und mache wahrscheinlich ein bisschen was für die Uni und für meine Uniskripte. Ich habe mir nämlich heute eine kleine To-Do-Liste geschrieben, was ich alles heute so erledigen will und genau. Das ja, habe ich jetzt vor. Und ich glaube, ich werde den Vlog dann jetzt an der Stelle einfach mal beenden. Dann kann ich ihn nämlich heute auch vielleicht schon schneiden und euch hochladen. Ich hoffe sehr, euch hat der Vlog gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr noch in meinen Videos so sehen wollt. Und genau, ich hoffe, ihr folgt mir schon auf Instagram, weil da bin ich immer aktiver, also noch aktiver als hier und nehme euch immer so in meinem Alltag mit. Genau, das würde ich mich sehr freuen darüber, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Vlog wieder. Bis dann. Ciao.